Fußball ist für mich die schönste Nebenbeschäftigung, die es gibt. Ehrlicher Sport, wo man den Kopf frei bekommen kann, wo man seine Emotionen rauslassen kann. Aber es gibt definitiv was Wichtigeres. Die Generali Arena ist für mich die Heimstätte. Ich hoffe, dass die richtige Heimstärke auch für uns sein wird, wo wir unsere Siege feiern können. Am wenigsten mag ich am Fußball das Verlieren. Mein größtes Hobby neben Fußball ist meine Familie, meine Kinder und Golf. Ja, bin schon so alt. Mein Lebensmotto ist, ich habe keines. Mein Idol ist Hermann Mayer. Als er so erfolgreichster Skifahrer war, war ich so ein junger Bursche, der gerade versucht hat, einen Weg zu den Profis zu schaffen. Und bei ihm wurde immer beschrieben, wie hart er trainiert, und das war immer ein Vorbild von mir. Er hat erstens richtig gut Skifahren können und hat aber auch nach außen das repräsentiert, dass es eigentlich keinen gibt, der einen schlagen könnte, und das hat mir immer imponiert. Mein Ritual vor dem Spiel ist, dass ich keines habe. Mein bester Fußballmoment war, sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil ich zum Glück schon sehr, sehr viele hatte, und ich möchte eigentlich gar keinen Einzelnen irgendwie rausstreichen. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre ich beim Bundesheer und wäre bei den Kampfpiloten. Das war ein absoluter Traum immer. Ja. Von meinem ersten Profigehalt habe ich mir und meinem Bruder Fußballschuhe gekauft. Meine Eltern haben immer gesagt, dass ich zuerst die Schule abschließen soll und mich dann auf Fußball konzentrieren. In meinem Spind findet er immer zurzeit gar nichts, weil wir keinen Spind haben in Steinbrunn. Aber wenn wir dann im Stadion haben, ist eigentlich relativ normal, also nur meine Trainingsklamotten, meine privaten Sachen, vielleicht ein, zwei Fotos, und das war's. Der Mensch, der mich am meisten unterstützt, ist jetzt meine Frau. Zuvor waren es meine Eltern und mein Bruder. Ich denke, dass man im Laufe einer Karriere einige Leute hat, die einem weiterhelfen, und das ist auch sehr wichtig. Einmal im Leben sollte jeder guten Wein trinken. Im Mannschaftsbus sitze ich neben Heiko Westermann. Fitness bedeutet für mich Lebenseinstellung und auch auf sich selbst zu achten. Ich denke, Fitness ist für jeden Menschen wichtig. Ich habe die Rückennummer 17, weil als ich klein war und immer beim FC Linz beim Training zugeschaut habe, da hat der Christian Stumpf die Nummer 17 immer getragen, und er war einer meiner ersten Idole.